The End. Es ist Montagmittag und wir befinden uns in Sektion D in El Segundo. Irgendwie habe ich mich nach Roberts und meinen Erklärungen zum Thema Kommunismus und dem sich danach mit Heather entwickelnden intensiven Gespräch zu allen möglichen Bereichen früherer und neuerer Geschichte, vor allem auch rund um die Westküste von Amerika, besser gefühlt. Mein Schatz ist, wie sie mir schon vor langer Zeit erzählt hat, von ihren Eltern in vielen Bereichen unterrichtet worden. Charlotte und Dean besitzen eine ziemlich umfangreiche Sammlung von Vorkriegsbüchern, die beide nach und nach aus den Trümmern von L.A. geborgen hatten, während es von der NCA langsam wieder aufgebaut worden ist. Vor allem durch das Wissen aus diesen Büchern hat Heather sehr viel gelernt und seit wir gemeinsam durchs Leben gehen, hat sie in ihrer spärlichen Freizeit für sie interessantes Wissen aus den Datenspeichern von El Segundo angehäuft. Oft fragt sie mich auch über spezifische Bereiche, die ich dann so gut ich kann versuche zu beantworten. Manchmal, wenn wir in unserem Apartment im Wohnzimmer sitzen und über dieses und jenes fachsimpeln, vergesse ich tatsächlich, dass ich in einer neuen Zeit lebe und dass ich nicht rasch zum nächsten Super-Duper-Markt laufen kann, wenn ich vergessen habe, etwas einzukaufen, weil es keine Super-Duper-Märkte mehr gibt. Natürlich existieren längst genügend neue Supermärkte, doch sie heißen eben anders als früher. Wie auch immer. Das Gespräch mit Heather und Robert hat mich wieder so weit beruhigt, dass die Neugierde beginnt, langsam über die Verzweiflung zu siegen. In einer Gesprächspause, wir waren doch noch oben im Roberts Büro, hatte Heather eingeworfen: "Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin irgendwie total scharf drauf, mehr über diese Raumstation zu erfahren." Daraufhin hat Robert jungenhaft gegrinst und uns fragend angesehen. "Na, wie wäre es? Gehen wir sie suchen?" Dann jedoch ist es wieder ernst geworden und hat zu mir gesagt: "Natürlich, nur falls du das nicht irgendwie pietätlos findest." Ich habe abgewunken und daraufhin sind wir alle drei nach El Segundo gefahren, wo seit letzten Herbst die Sektion D ein wenig umgebaut worden ist. Die Systemtechniker wurden samt allen dafür erforderlichen Geräten in einen abgetrennten Bereich verfrachtet. Der Hauptraum mit der großen Videoleinwand ist seit damals für Unbefugte gesperrt. Nur mehr Robert, Heather und ich haben da Zugang, denn wir sind die einzigen, die die Kamerafunktion des Satelliten ansprechen können. Heather und ich haben uns an den heutigen Tag in den Abteilungen, in denen wir arbeiten, freigenommen. Ich muss gestehen, ich wäre ohne dies nicht in der Lage, auch nur einen klaren Gedanken fassen zu können. Man wird auch mal ein wenig ohne uns auskommen. Außerdem ist Frank Henley nach seiner ärztlichen Untersuchung wieder da. Vor allem Sam, die Biologin, hat nach dem letzten Tauchgang unseres Mini-U-Boots ohne dies genug zu tun, wo weder Heather noch ich helfen könnten. Denn wir sind ja keine Naturkundler. Jetzt sitzen wir also zu dritt im Satellitenraum. Robert hat die Kameras online gebracht, die einmal mehr die Erde von oben zeigen. Doch diesmal zoomt er nicht in Richtung Westküste, sondern steuert die hochauflösenden optischen Augen seines Himmelskörpers von unserem blauen Planeten weg. Mom hat geschrieben, dass sich die Raumstation ebenfalls in einer geostationären Umlaufbahn befindet. Das heißt, sie fliegt mit der Geschwindigkeit der Erdumdrehung, sodass sie, würde man sie beobachten, immer auf demselben Punkt über dem amerikanischen Kontinent schwebt. Mit Roberts Satelliten verhält es sich ebenso. Auch der von uns zerstörte Himmelskörper, der den Superlaser getragen hat, befand sich in einer sogenannten geostationären Umlaufbahn. Da wir davon ausgehen, dass es für die damaligen Raketentechniker und Ingenieure am einfachsten gewesen ist, die Raumstation in einer gedachten Linie irgendwo über der Westküste der USA zu errichten, bewegt Robert nun die Kamera so, dass sie den Weltraum über Kalifornien abtasten können. Gleichzeitig sendet er Impulse aus, die von eventuellen Funkstationen aufgefangen und von den dementsprechenden damit verbundenen Computern in einer gewissen Art bestätigt werden können. Da sowohl der Satellit als auch die Raumstation Vorkriegshard und Software enthält, sollte dies laut Robert zu irgendeiner Art Ergebnis führen. Während der Milliardär also damit beschäftigt ist, versucht Heather mit mir die technische Seite seines Vorgehens zu erklären. Denn sie als Computerexpertin hat anscheinend sofort verstanden, was er vorhat. Ich lausche also den Ausführungen meines Sweeties, die abschließend sagt: "Und durch die Rückkopplung der Funksignale können wir, wenn es klappt, rasch die exakte Position im Raum bestimmen, ohne die es schier unmöglich ist, so etwas Kleines wie eine Raumstation vor dem Hintergrund der Milchstraße zu erkennen. Auch wenn sie, prinzipiell gesehen, womöglich ziemlich nahe ist." "Vor allem, weil wir ja dreidimensionale Koordinaten benötigen", ergänze ich. Und Heather nickt zustimmend. Robert sagt nach kurzer Zeit: "Heather, kannst du dir das mal ansehen? Entweder interferiert hier irgendwas oder... Der Satellit bekommt zwar tatsächlich eine Art Antwortsignal,
aber es wirkt irgendwie gestreut. Heather und ich rollen zu Roberts Terminal. Gerade erscheinen auf der Videowand, die bisher nur den dunklen Weltraum mit im Hintergrund erkennbaren Myriaden von Sternen gezeigt hat, in rascher Folge diverse Koordinaten. Die Kameras schwenken leicht und fokussieren dann, trotzdem verstehen wir sofort, was er meint. Weitere zweidimensionale Koordinaten werden flackernd eingeblendet. Dann jedoch wird das Bild scharf. Heather und Robert zoomen mit den Kameras heran und teilweise von der Sonne beleuchtet, kommt eine Konstruktion in Sicht. Nur wenige hundert Kilometer von Roberts Satelliten entfernt, schwebt die matt silbrig glänzende Raumstation im All. Nachdem mein Sweetheart mit der Kamera noch ein wenig herangeht, können wir an den Wänden einer dreigliedrigen modularen Arbeits- und Wohneinheit den Schriftzug Future Tech erkennen und darunter die alte US Commonwealth Flagge. An beiden Seiten der Raumstation, angedockt an Startgerüste, sehen wir zwei einfach nur als gigantisch zu bezeichnende Raketen. Als Heather die Kamera ein wenig schwenkt, kann man auf der uns näheren Rakete die zynische Aufschrift The End lesen. Zu dritt starren wir schweigend auf den Beweis, dass jedes Wort im Tagebuch meiner Mutter wahr ist. Noch dazu scheint es so, dass durch den atomaren Schlagabtausch die Raketentechniker keine Zeit mehr hatten, die beiden Genozidgeschosse, denn nichts anderes sind sie, zu starten. Ob dies vom Boden aus oder von der Station selbst hätte geschehen sollen, wissen wir natürlich nicht. Heute ist das auch bereits unerheblich. Allerdings ist es zumindest für mich in höchstem Maße bedenklich, dass die Raketen nach wie vor existieren. Denn womöglich ist auch der Kampfstoff in ihnen noch immer aktiv. Robert räuspert sich schließlich und sagt leise: Wie ich sehe, kommt die Satellitensoftware mittlerweile den Ursprung der Interferenz lokalisieren. Die Station bekommt, abgesehen vom Satelliten, noch von einer weiteren Quelle in regelmäßigen Abständen Funksignale, und zwar vom Boden aus. Ich bringe das mal auf die Videowand. Der Milliardär tippt Befehle in sein Terminal. Die Kameras schwenken wieder zurück in Richtung Erde und zoomen einmal mehr in Richtung Westküste Amerikas, wobei sie diesmal jedoch eine Stelle zwischen Kalifornien und Nevada anpeilen. Während das Bild schärfer wird, sagen Robert und ich gleichzeitig: Im Nationalpark! Eine hügelige, teilweise sogar gebirgige Landschaft kommt in Sicht. Hell beleuchtet durch die Mittagssonne. Mit Kiefern, Tannen und auch Sequoias dicht bewachsene Berghänge. Aber auch malerische Täler, durch die sich glitzernde Flussläufe schlängeln, werden erkennbar. Ich rufe leise: Es ist direkt im Yosemite Valley, dort wo das Besucherzentrum ist, oder war. Seht nur, die Natur ist ganz offensichtlich vollständig erhalten. Schaut euch die dichten Wälder an. Tatsächlich sieht es hier fast genauso aus, wie ich es noch aus der Zeit vor dem Krieg in Erinnerung habe. Denn zu Zeiten meines Studiums besuchte ich, zeitweilig mit meinen Eltern, hin und wieder auch mit Studienkollegen, den wunderschönen Nationalpark, der sich ungefähr 100 Meilen südlich von Reno, heute New Reno, in beträchtlichem Umfang entlang der westlichen Hänge der Sierra Nevada erstreckt. Die Kameras fahren bis ganz auf Straßenniveau herunter und nach minutenlangem Verweilen ist jedoch keinerlei Lebenszeichen erkennbar. Einige Autoleichen sind zu sehen, halb verfallene Gebäude und in der Nähe des Besucherzentrums, das von der Natur in Form von wild wuchernden Wiesen und diversen Bäumen längst wieder zurückerobert worden ist, können wir eine rechteckige Betonstruktur erkennen, die an der Oberseite große Ventilationsöffnungen besitzt. Auch diese Gebäudeteile wirken durch Farne und Gräser teilweise überwuchert. Auf einer ebenfalls betonierten Fläche, ganz in der Nähe, erspähen wir zwischen einigen Grün und einem halb umgekippten Vertibird, auf dessen Seite undeutlich erkennbar ein Logo zu sehen ist, und zwar ein E, umgeben von einem Kreis aus Sternen. Das Enklavezeichen, ruft Heather leise und zeigt auf den Verti. Sieht allerdings ziemlich kaputt aus, meine ich. Schau, eine der Verankerungen fehlt offensichtlich. Womöglich hat ihn ein Sturm so umgekippt. Einer der Rotoren ist ganz verbogen. Das gefällt mir nicht. All die Jahre war offensichtlich irgendein Bunker der Enklave so nahe beim Staatsgebiet der NCA, ohne dass wir davon wussten. Komisch. Die Gegend sieht allerdings völlig unbewohnt aus, mischt sich jetzt auch Robert ins Gespräch ein. Wenn diese Leute noch da wären, dann würden sie doch ihr Fluggerät sicher weitaus besser pflegen. Heather und ich nickten zustimmend. Mein Schatz erwidert: Trotzdem denke ich, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, um all das Aaron nahezubringen. Seit längerem schon sind wir, zumindest im privaten Rahmen, mit dem Präsidenten der NCA per Du. Was auch Robert bekannt ist. Dieser wirft mir nur einen besorgten Blick zu. Ich finde allerdings, dass das bei Lucinda liegen sollte. Immerhin ist es ihre Mutter, die all das aufgeschrieben hat. Wer weiß, ob ihr das Recht ist, das alles
das alles sind doch ziemlich schwerwiegende Dinge. Doch ich habe längst innerlich eine Entscheidung gefällt, da mir klar geworden ist, worauf all das hinauslaufen würde. Daher zwinge ich nun ein kleines Lächeln in mein Gesicht und antworte: Hier geht es nicht mehr darum, ob mir das recht ist oder nicht. Meine Mutter ist seit Jahrhunderten tot, die Menschen in der NCA jedoch leben heute und hier. Falls diese Enklave auch nur die geringste Art von Bedrohung für die Republik darstellt, so wie es ja in der Vergangenheit wohl oft gewesen ist, muss Aaron davon Kenntnis erhalten. Auch wenn das Gelände dort verlassen aussieht, das mag jedoch nichts heißen. Vielleicht ist das eine Art Bunker. Vielleicht befindet sich dort noch immer Soldaten, wie es sie früher gegeben hat, als noch die Bruderschaft des Stahls gegen die Enklave gekämpft hat. Auch wenn diese Leute nichts mehr mit jenen gemeinsam haben, die vor dem Krieg die Enklave gegründet haben, so können sie trotzdem eine Bedrohung darstellen. Los, rufen wir ihn an. Am besten jetzt gleich. Dann kann er aus dem Rathaus rüberkommen und sich gleich selbst ein Bild machen. Auch von der Raumstation. Heather hat bereits ihr Telefon in der Hand und tippt die private Nummer von Aaron ein. Allerdings scheint er sich nicht zu melden. Nach zwei erfolglosen Versuchen wählt mein Sweetie eine andere Nummer. Meine Schätzung nach die Präsidentschaftskanzlei. Nach einem kurzen Gespräch beendet Heather die Verbindung und berichtet, dass sich Aaron seit heute Morgen überraschend in der Mojave befindet. Der Grund dafür sei geheim. Wann er wieder im Boneyard zurückerwartet werden würde, ist derzeit unklar. Da Kimble als Präsident der Republik auch immer wieder Truppeninspektionen durchführt, auch nicht angemeldete, beunruhigt uns diese Information nicht wirklich. Außerdem geht es bei unseren Erkenntnissen ja nicht um etwas, das Sofortmaßnahmen erforderlich machen würde, sondern es sind eher Altlasten aus vergangenen Zeiten, über die wir Aaron Bericht erstatten wollen. Was er dann daraus macht, obliegt ihm. Heather verzieht ein wenig das Gesicht. Da meint sie verhalten: Han, wenn wir das heute Abend absagen sollten, dann ist das total okay für mich. Und wieder zwinge ich mir ein Lächeln ins Gesicht. Dann schüttle ich den Kopf. Ganz sicher nicht. Erstens freuen sich deine Eltern schon total drauf. Wir doch eigentlich auch, oder? Du sagst doch immer, das Leben geht weiter. Ja schon, aber ich würde es echt verstehen, wenn dir das heute zu viel ist. Ich winke ab. Um Robert nicht aus dem Gespräch auszuschließen, erkläre ich: Wir haben schon längere Zeit geplant, heute mit Heathers Eltern zu deren 30. Hochzeitstag gemütlich auszugehen, weißt du? Das wird bestimmt sehr nett. Trotzdem, ich erfahren musste, dass es so oder so nie eine Archenoa-Feldgenerator gegeben hätte und meine Mutter mich überreden sollte, mit ihr gemeinsam der Enklave beizutreten, um mitzuhelfen, Milliarden von Menschen zu vernichten, weil sie in einem anderen politischen System als wir leben, setzte ich im Geist hinzu. Ich verstehe. Nun gut. Vielleicht bringt dich das auch ein wenig auf andere Gedanken. Und das hier, der Milliardär deutet auf die Videowand, zeigen wir dem Präsidenten, wenn er wieder da ist. Gut? Heather und ich stimmen zu. Beim Verlassen des Kontrollraums laufen wir fast Steve Raintaler, Samanthas Azubi, über den Haufen, der kaum, dass er uns sieht, rasch sagt: Ah, ihr seid hier. Ich hab mich schon gewundert, wo ihr heute abgeblieben seid. Heather zuckt mit den Schultern. Da hättest du dir Mühe sparen können, uns im Forschungszentrum suchen zu gehen. Wir haben ohne dies Bescheid gegeben, dass wir uns heute freigenommen haben. Liegt irgendwas an? Oh, naja, mir sagt ja nie jemand was, feigt Steve, denn Mylin zuweilen das Bioschnuckelchen nannte, wenn er nicht anwesend ist. Also direkt anliegen tut nichts, dachte einfach, wir checken vielleicht heute nochmal die Systeme des U-Boots. Aber das können wir natürlich auch morgen oder am Mittwoch machen. Na gut, ich werde dann mal wieder. Bis morgen dann. Der angehende Biologe hebt grüßend die Hand und entfernt sich in Richtung Sektion C, wo derzeit der größte Teil der NCR Research untergebracht ist. Heather und ich werfen uns einen Blick zu. Dann zucken wir mit den Schultern und verlassen El Segundo, um uns zu Hause auf die kleine Feier zu Ehren von Charlotte und Dean vorzubereiten und vielleicht auch noch ein paar Stunden zu schlafen, denn zumindest ich habe heute Nacht kein Auge zugetan. Das Leben geht weiter, denke ich einmal mehr bei mir. Hoffentlich brauche ich für die Bewältigung dieser neuen erschütternden Tatsachen nicht schon wieder meine bisherige Therapeutin Kim Cho drüben aus Vegas. Früher habe ich Leute, die wegen jedem kleinsten Anlass zu einem Psychologen laufen, als Hypochonder abgetan. Seit einiger Zeit sehe ich diese Dinge mit anderen Augen. Heather setzt sich ungefragt ans Steuer unseres alten Buick und fädelt sich dann in den spärlichen Nachmittagsverkehr ein. Das Radio schaltet sich nicht ein, obwohl sie es sonst noch immer tut, und ich bin dankbar dafür. Mir ist nicht nach Musik. Eigentlich weiß ich im Moment gar nicht, wonach mir überhaupt ist. Vielleicht nach einem völlig neuen Leben?